Heute erreichen uns wirklich schreckliche Bilder aus einer Kleinstadt in Niedersachsen. Ein 35-jähriger Iraker soll auf offener Straße seine 13-jährige Tochter regelrecht hingerichtet haben. Ja, offenbar war es ein Ehrenmord, weil das Mädchen ein westliches Leben leben wollte. Wir haben eine Bekannte des ermordeten Opfers getroffen. Sie kennt die Hintergründe. Ja, und der Beitrag, der jetzt kommt, der ist richtig swag. Ja, weiß nicht, was Swag ist, ne, du Körperklaus. Ja, Jugendsprache, schwere Sprache. Jetzt kamen die Jugendwörter des Jahres raus. Ja, und genau deshalb haben wir uns nämlich Jugendliche gesucht, die uns jetzt den Swag mal erklären. Bitte schön. Swag, Swag. Ja, kommen wir jetzt zu jemandem mit richtig viel Swag. Ja, genau. Gina Lisa Lofink, sie hat bald einen neuen Namen. Lecken ja, Warenkraus, bitteschön. Ja, danke, darf ich. Ab Januar, wenn ihre Adoption rechtskräftig ist, heißt die Almblondine nämlich, Achtung, Achtung, Nadja Anna Gina Lisa, Prinzessin von Anhalt, Herzogin zu Sachsen und Westfalen, Gräfin von Askanien. Wie sie das angestellt hat, verraten wir Ihnen jetzt. Ja, von unserer deutschen Prinzessin in Spe jetzt zu unserem Schauspielprinzen in Hollywood. Gestern große Premiere in L.A., warum Till Schweiger da mittendrin war und mit wem Ashton Kutcher flirtete. Hier ist der Taftklatsch. Sich in seiner eigenen Haut wortwörtlich nicht mehr wohlfühlen. So ergeht es vielen Menschen, weil sie von anderen permanent angestarrt werden. Ja, es geht um Narben und um Feuermale und die Betroffenen leiden oft ein ganzes Leben lang. Wir haben vier junge Menschen ein Jahr lang begleitet. Die wollen nämlich endlich ein neues Leben. Deutschland ist im Gesangsfieber. The Voice of Germany ist in aller Munde. Ja, wirklich unglaublich, wie viele Gesangstalentformat zum Vorschein bringt, muss man sagen. Haben mehr Stimmen. Ja, stimmt. Großartige Stimmen, aber es wird auch zum Teil Rotz und Wasser geheult. Hier ist unser Tafnet-Spezial The Voice of Germany. Doch nicht nur das, heute ist auch noch Nikolaus und der hat einiges für Sie dagelassen. Es gibt erstmal 1000 Euro zu gewinnen, die morgen schon auf dem Konto des Gewinners sind. Außerdem einen Toshiba LED-Fernseher, ein Becker-Navi-System, ein Acer Iconia-Tablet und das Mario Kart Wii Pack. Alles zur Verfügung gestellt von comtech.de, Ihrem Technikshop im Internet. So, jetzt kommt die Frage zum Glück. Ich muss sagen, die ist heute gar nicht so einfach. Wie bezeichnet man einen Auszubildenden auch? Stift oder Kuli? Ich sag mal so, das, was der Daniel in der Hand hat, das ist ja eher ein Kuli, das ist es nicht. 01379446000 ist die richtige Nummer. Wir drücken die Daumen, bis gleich bei TAF. Das hast du ja verraten. Und bei TAF mit einem Versprechen. Unsere Redakteure und Reporter erleben bei der Arbeit wirklich so einiges. Aber das, was wir Ihnen jetzt zeigen, das hat selbst unsere erfahrensten Kollegen geschockt. Ja, es geht um einen scheinbar unlösbaren Messi-Fall und den verzweifelten Versuch, aus diesem Müllinferno zu fliehen. Und dann wollen wir hoffen, dass es bei Andrea nächstes Jahr nicht wieder so aussieht. Drücken ihr ganz doll die Daumen. Das schafft sie schon. Ja, hier, Sie sehen, der Nikolaus ist da. Hat was Tolles mitgebracht. Ja. Glocken. 1000 Euro. Habe ich alles in meinem Säckchen heute mitgeschleppt. 1000 Euro gibt es zu gewinnen, die schon morgen auf dem Konto des Gewinners sind. Außerdem einen Toshiba LED-Fernseher, ein Becker-Navi-System, ein Acer Iconia-Tablet und das Mario Kart Wii Pack. Alles zur Verfügung gestellt von comtech.de, Ihrem Technikshop im Internet. So, wie bezeichnet man denn einen Auszubildenden auch? Als Stift oder als Kuli? 01379446000, das ist die richtige Nummer. Und gleich gibt's Neues von unserer Rebecca Mir, der Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Schöne Aussichten, kann ich nur sagen. Bis gleich, Bataf. Ja, gestern verriet uns Topmodel Rebecca Mir ein paar Geheimnisse über ihren neuen Freund. Und man muss sagen, der scheint ihr gut zu tun, denn sie sah blendend aus. Ja, nicht nur das. Heute zeigt sie uns nämlich, dass sie mehr kann als nur schön aussehen. Passend zum Red Nose Day hat sie nämlich zusammen mit Topmodel-Kollegin Amelie einen Tag lang im Offroad Kids Camp, so heißt das, das ist ein Ferienlager für Heimkinder, verbracht. Gute Sache. Die Models können, das können wir auch, oder? Ja, gute Sache auch. Ja, was meinst du? Ja, hier rappen natürlich. Ach so. Fang mal an. Ach so. Unser heutiger Gewinner heißt Bernd. Hält aus Heiltersheim. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das haben wir besser gemacht. Ihnen und euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis morgen. Ja, hat die besser gemacht als wir, oder? Ja, viel.